So, nach einer kleinen Pinkelpause und einer Stärkung, auf in die nächste Folge. Herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 7. Wir sind zu einer Party eingeladen. Ah, diese Mistviecher. Welcome to Paradise. Ja, nee, ich glaub's ja auch. Bisschen leise. Okay, geht gar nicht. Und rot. Und wir werden jetzt reinkommen, aber nicht mehr raus. Wetten wir? Ich mach die Tür gleich zu. Okay, unheimlich. Also bei Lucas erwarte ich mir jetzt mehr so in Richtung Grusel wieder. Ja. Das ist gelb, okay. Let's play. Ja, das ist ein Let's Play, woher weiß der das? Die Tür ist sicher offen. Ja, sag ich doch. Kommen wir hier auch wieder raus? Würden wir, okay. Fernseher. Ich will nur abchecken, sonst ist hier nichts. Nee, okay. Monsieur hat also eine Videobotschaft für uns. Dann lass mal gucken. Ernsthaft, Ethan. Ich glaube, wir sollten sehr vorsichtig sein. Ich würde jetzt aus sicherheitstaktischen Gründen
Ich glaube, der Schatz könnte hier sein. Warte mal. Ich würde mal. Nee. Probieren. Du hast ein wirklich gutes Auge. Das müsste sich doch so ausgehen, oder? Ja. Sag ich doch. Dankeschön. Neben der Tür. Ernsthaft? Nicht nett. Wenn man hier rein stolpert, da kann sich jemand verletzen. Ach, Junge, ich weiß nicht, was mit dir los ist. Ja, hier ist die Leiter, hier ist der Kopf. Reparatursatz? Gun Repair Kit? Ich weiß, wir haben eine defekte Waffe, aber hä? Ein Reparatursatz für defekte Schusswaffen enthält eine begrenzte Zahl von Ersatzteilen. Links, rechts, oder wie? Du willst mich doch verarschen. Du musst halt wirklich aufpassen, wie ein Bekloppter. Und ich bin mir sicher, irgendwas werde ich übersehen. Wie wär's mit Licht, Ethan? Sorry, es macht mich nervös, dass mein Bildschirm da rundherum gelb ist. Warte mal. Nee, du. Nix Effektives. Außer einer Schusswaffe. Oh, du kleiner Arsch. Ich glaube, hier werden wir rauskommen. Komm ich. Müsste sich ausgehen, oder? Nein! Was? Das war ein Grafikfehler. Sorry, Leute, mein Fehler. Du kommst mit. Aber ganz sicher. Warte mal. Wir haben die defekte Pistole. Volle Pistole M19. Warte mal. G17 Pistole Standard. Ah, die G19 dürfte ein bisschen stärker sein als unsere. Kann das sein? Ja. Nee, wir behalten die mal da. Nein. Nein, Schießpulver haben wir noch. Mia, Pillen. Kraut haben wir wirklich zum Schweinefett. Okay, ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen. Und das sieht mir doch wieder Eingang. Ich weiß. Scheiß Passwörter, was? Probier doch mal 0814. Nein, 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 nein. 0621. Nein, 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 nein. Es ist 0514.
Oh, komm schon, versuch's mal, man weiß nie. Nee. Das muss wehtun. Nee, hier sehe ich nichts. Warte mal. War da nicht was? E-Mail von mir, Führerschein? Nein. Schatzfoto. Warum kann ich den nicht angucken? Okay. Schade. Da war doch irgendwo... Oh Gott, wo war das? Abgesehen davon. Guter Tausch. Ist nix. Wundert mich, dass er das Ding nicht vermint hat. Aber da war doch irgendwo ein Foto mit 4 Zahlen drauf, oder? Ach nee, du. Das habe ich zu spät gesehen. Ich hab's noch gesehen, aber zu spät. Ich hasse Fallen. Wenn wir gerade davon sprechen, nicht wahr? Antike Münze. Doch. Und jetzt noch die obere, oder? Nicht mal. Bin enttäuscht. Trotzdem in Deckung gehen. Das hätte ich nicht mal ihm zugetraut. Auch ernsthaft. Du willst mich doch verscheißern.
mit dir. Okay. Merk hier, gegen die Dinger ist der Granatwerfer völlig wertlos. Ach, wie nett, ein Kraut. Aber auch so doof gelaufen. Also, ich. Schön, Schießpulver. Ich kann gar nicht so viel Chemikalien kriegen, wie ich Schießpulver und Kraut kriege. Ernsthaft, ein Safe Room? Okay. Schön. Das heißt, wir werden bald wieder ein Video kriegen, oder? Puh. Gibt's irgendwas, was ich noch gerne mitnehmen würde? Ich würde jetzt gerne in den Wohnwagen. Die Magnum. Och, Menno. Du kannst aber hier bleiben. Steroide. Das werde ich mir auf jeden Fall gleich einpfeifen. Sonst gibt es eigentlich nichts, was wir brauchen, oder? Nee. Die gönnen wir uns. Oh. Hier sind wir raufgekommen. Ich weiß nicht, ob das eine Sprengfalle ist oder ein normaler Drückknopf. Aber ich bin mir sicher, mit der Taschenlampe würden wir manche Sachen besser sehen. Chemikalien gibt's doch gar nicht. Warte mal, weil es mir gerade einfällt. Nee. Danke. Ach so, ich habe keine starke Munition mehr. Okay. Starke Chemikalie. Okay. Alter. Warum? Was tut der Bastard hier? Danke. Viel ist es ja nicht, aber... Okay, da braucht's eine Batterie. Ah, Flintenmunition, das habe ich gern getauscht. Oh ja, mit 8 Schuss ist wieder wesentlich besser. Weißt du was? Eigentlich könnten wir diesen hier machen. Die umsatteln. Nee. Das ist zu einfach. Ich wusste es. 5 Schuss Pistolenmunition. Ein Kräuterli. Achtundzwanzig. Aber die 18 Schuss sind gleich, okay.
Okay, das wird wahrscheinlich die Aufzugtür öffnen. Oder auch nicht. Ladies and Gentlemen, Jungen und Mädchen, willkommen beim Scheunenkampf! Keine schmutzigen Tricks, Gentlemen, wir haben Regeln! Ernsthaft? Du mich auch! Ich muss weg. Wie du im Leben mit Widrigkeiten umgehst, mach dich erst so machen. Oh shit. Das war keine gute Idee. Komm ich hier irgendwie weg? Danke. Das war gar keine gute Idee, hier raufgehen, aber... Das muss wehtun. Naja, mir nicht. Ich muss sagen, dass ich beeindruckt bin. Du bist nicht nur ein Ding, du hast auch noch alle Fähigkeiten. Ja. Ich würde mich schon freuen, wenn Ethan nicht jedes Mal stehen bleiben würde, wenn er nachlädt. Ja, das war's. Kann mir irgendjemand erklären, warum ich jetzt gestorben bin? Abgesehen davon, dass das Ding 4 Schuss aus dem Granatwerfer ausgehalten hat. Ja, steh auf, Ethan, wir wissen's. Allein die Kräuter bringen mir gar nichts ohne Chemikalien. Auch wenn ich noch 4 Kräuter hätte. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich den wirklich so richtig getroffen habe. Auch immer der jetzt hergekommen ist. Beim Scheunenkampf! Keine schmutzigen Tricks, Gentlemen, wir haben Regeln. Nö, keine Angst. Du mich auch. Wie du im Leben mit Widrigkeiten umgehst. Ja? Er war sowieso nie mein Favorit. Ist er. Und
Damit, liebe Leute, sage ich jetzt erstmal danke fürs Zusehen für heute. Ich gehe noch schnell speichern. Nee, wir kommen nicht in meinen Safe Room. Außer ich würde hier irgendwo noch lang kommen, aber... Nee, du. Uns bleibt nichts anderes übrig. Na, immerhin. Die ist durchgeladen und die ist durchgeladen. Hier haben wir nichts mehr, aber das war's wert. Wie gesagt, ich sage danke fürs Zusehen. Ich hoffe, der Kampf hat euch gefallen, zumindest die zweite Version. War ein bisschen kurz für einen Gegner, aber immerhin war es eine Strategie. Wenn es euch gefallen hat, schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, der alte Mann macht sich ins Höschen. Wir spielen Resident Evil 7. Ciao, macht's gut.